Also Leute, hier ist wieder Dracklinus mit Let's Play Assassin's Creed. Wir stehen, falscher Bildschirm, wortwörtlich vor einer Wand. Ja, und das im großen Stile. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Ja, wir haben schon zwei Informationen über unser Ziel zusammengetragen. Jetzt will ich die Bürgerrettungsmission initialisieren. Hofft, hat geklappt. Fünf Stück. Der Herr ist mit uns, alter Mann. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird an nichts mangeln! Ach, verdammt. Hui! Bams. Habt ihr auch gerade das doppelte Hilfe gehört? Okay. Greift doch an. Oh. Aber nicht so verzögert, bitte. Ah. Und danke. Okay. Sie haben unterschiedlich viel drauf, so viel ist klar. Das hier sind die Schwächsten. Das hier sind so ziemlich die Stärksten. Und die anderen sind die Flinksten. Oh, ihr Stärksten. Einer ist tot. Und einer der Schwächsten ist gerade am Wimmern. Wie, er ist davon gestorben? Darf ich? Danke. Ach, komm. Das ist der Flinke gewesen. Ach, die versteckte Klinge. Ist schon was Feines. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde Ihnen diese Geschichte erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Muckst du auf, Junge? Ne, diese Haltung sieht einfach nur so aus, von wegen muckst du auf. Taschendiebstahl oder was? Nee, das ist nicht. Was ist geschehen? So, wie viele Wurfmesser habe ich überhaupt? Drei. Gut. Damit habe ich die maximale Anzahl an Wurfmessern erreicht. Juchai. Und immer noch irgendwie keine weiteren Missionen. Dann gehen wir mal dahin. Einfach mal gucken. Irgendwie muss ich über den Fluss kommen. Das wird mich umbringen. Ach, hier sind wir. Genau, da muss ich da hinten über die Brücke. Das finde ich ärgerlich. Das mag ich an Damaskus nicht. Dieser Fluss, der ist durchteilt und wo man immer über die Brücke muss. Also dieses Viertel von Damaskus ist wirklich... Ach, ach, egal. Wird schon passen. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht noch runterfalle. Das wäre mein Ende. Aha. Flop. Boah. So, sorry. Ich musste gerade wieder gewaltig aufstoßen. Diese Sünde werde ich nicht bereuen. Das war nur aufstoßen. Es war nicht mehr der richtige Rülpsen. So. Hoppa. Ach komm. Ach so, ich musste ja Kreis drücken dafür. Ich kann das ja jetzt. So, das meine ich. Das ist die Fähigkeit, die ich neu dazu bekommen habe. Sehr nützlich eigentlich. Aber ich will doch noch spielen! Ist der verrückt? Ja! Okay. Ach nee. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. So. Für jeden, den ich töte, kommt ein neuer. Mist. Das war auch nicht gut. Was? Ach komm. So, du willst auch noch. Wow. Ah! Danke. Ich danke. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Also gut. Wo bist du? Ist das?
hat jemanden umgebracht. Ach, was. Jetzt wirst du dafür sterben. Niemand macht diese Erkenntnis, ohne mich vorher gefragt zu haben. Was irgendwie unlogisch klingt, aber egal. Wer sieht mich denn da noch? Ach komm, dieser Spruch wird langsam alt. Ha, versteht ihr? Kind, jung, Spruch, alt? Hahaha. Ach, der Herr der Flachwitze ist zurück. So, jetzt werde ich hier rauf. Pluck, 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 pluck. What the? Ich will doch bloß da drauf. Weil ich da drauf will. Warum sonst? Geht auf, ihr könnt nicht fliehen. Ach was. Und was habe ich hier gerade gemacht? Ihr werdet mir nicht entkommen. Bams. Brauche ich auch gar nicht. Also das war wirklich gerade eine Lachnummer. Weg auf das Gebäude rauf. Ich kann deinen Atem hören. Dann horch mal genau hin. Ah, genau. Das sollte als Weg reichen. Also ich finde sie recht hell. Warte! Warte! Hier passieren Sachen. Pluck, pluck, pluck. Aus dem Weg. Ich kenne diese Stadt sehr gut. Ich werde dich finden. Böse Befürchtung hab. Nicht wegen dem Typen, sondern wegen dem Typen. Also nicht wegen dem Typen, sondern wegen seiner Steine. So, höchster Turm überhaupt. Da sind wir ja schon drauf geklettert, aber gleich auf der anderen Seite haben wir noch einen. Er ist nicht hoch. Also nicht so hoch. Aber es ist ein Turm. Das heißt, hier kriegen wir vielleicht neue Anhaltspunkte. Ne? So, er ist absolut nicht so hoch. Sollte er nicht. Nö. Der andere war höher. Aber ähnlich gebaut. Gut gebaut. Also diesen Sprung, den er da gerade gemacht hat, den finde ich immer wieder einfach nur bewundernswert. Da, den da. Ein normaler Mensch würde sich weder drin festhalten können, noch so hoch springen können, wenn er an einer Mauer hängt. Außer ein Speedkletterer. Und das bringt einen zu der Milchschnitte-Werbung. Und ich mache mir jetzt eine auf. Dreist, wie ich bin. Okay, Leute. Das finde ich jetzt mal ein bisschen komisch. Ah, geht doch. Sie geht auf. So. Milchschnitte. Oho. Speedkletterer werden geht nicht mehr. So. Synchronisation. Irgendwie so. Und wir haben nur ein Bürgerretten dazu bekommen. Das finde ich immer schmächtig. Ich kriege schon noch. Ja, einmal sagen reicht. Und du wirst es trotzdem nicht schaffen. Aus genau dem Grund. Hachi! Sah aus, als hätte es weh. Okay. Hui! Wahlbaum. Einfach nur Wahlbaum. Drei Bürgerretten. Soll ich mal hier unten probieren? Ich muss auf jeden Fall jetzt irgendwas finden. Oh. Das war unbezahlbar. Das fand ich auch. Und genau deswegen konnte ich. Wenn ich jetzt... Mist, er hat mich entdeckt. Da kommt doch Hochkreuzritter. Stirb! Ich würde mal sagen, das war leicht. Das war mein fünfter Templer. Ach komm, das schaffst du nicht. Mein Kopf blieb dürfer drauf ist. Auf meinem Holz. Ihr wagt es in meinem Beisein zu sterben. Das wird euch, ja, logischerweise, das Leben kosten. Haha. Das war ein guter Spruch, Frau. Ja. Noch weiter in die Richtung gehen. Glaubst du, es kümmert deinen Gott, was mit dir geschieht?
töricht, der alte Mann. Im Kampf für unsere Glorie. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Nenn mich nicht Bauer. Ich bin mindestens Großbauer. Darf ich drauf? Genau. Das ist Zalachalis Gebäude, oder wie das war. Genau. Und dort kriege ich dann noch weitere Informationspunkte raus. Genau. Es muss... Und nebenbei wird hier das Attentat stattfinden. Ich kenne dieses Gebäude. Okay. Ach nee, stimmt. Man konnte ja... Es ist keine offensichtliche Weise, wie man hier hochklettert. Aber es war so. Genau. So war das mal im alten Mittelalter. Zur Zeit der Kreuzzüge. Das bringt mir nichts hier. Dann schon eher so. Genau. Das sieht doch besser aus. So. 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 Und so. Ach, wie ruhig es hier ist. Richtig idyllisch. Ja. Und Bams. Bleib unten. Mit Wasserstoßen hätte auch genügt, aber okay. So. Nach oben geht's hier ja nicht. Sondern. Wie war denn das? Doch, es geht nach oben, oder? Nee, wo ist er denn genau? Der Punkt ist hier auf dieser Seite. Ah! Geht doch. Okay, zusammenschlagen und Taschendiebstahl. Autsch. Machen wir erstmal den Taschendiebstahl. Hui! Oh. Tut mir leid, dass ich euch Ärger gemacht habe. Erstmal mich nach vorne. Om nom nom. So. Verzeihung. So. Wenn sogar ich davon sterbe, dann ihr erst recht. Ups. Das ist mies. Na? Komm schon. Geht doch. So. Das ist nicht mehr tödlich. Und so ist recht nicht. Auch wenn im Prinzip meine Füße unter die Steine gebackt sind. Oh, hier schon. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. Altair, mein Freund und Bruder. Ein Rennen. Es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Okay. Dann töten wir mal die Wachen. Wir haben 3 Minuten Zeit. In 3 Minuten ist es Mittag, bitteschön. Okay, ich durfte nicht entdeckt werden. Aber das merken wir uns, das ist meine neue Mission. Okay. So, erstmal so. Dann so. Und dann so. Okay, das war komisch. So. Au. Man merkt, dass es seine Waffen sind.
So. Ich sollte mal Dolche verwenden dafür. Wir machen die Mission auf jeden Fall gleich nochmal. Nun, ich tue es einfach. Glauben hat damit nichts zu tun.